um den Flächeninhalt von diesem rot schraffierten Sinusbuckel zu bestimmen, berechnen wir das Integral von 0 bis Pi von dieser Funktion Sinus x dx. Zuerst bestimmen wir eine Stammfunktion. Eine Stammfunktion von Sinus x, das ist minus Cosinus x. Und von dieser Stammfunktion rechnen wir die Variation von 0 bis Pi. Was bedeutet, hier drin ersetzen wir zuerst das x durch Pi, so erhalten wir minus Cosinus von Pi. Dann ersetzen wir hier drin das x durch die 0, so erhalten wir minus Cosinus von 0. Und diese zweite Zahl wird von der ersten Zahl abgezogen. Da Cosinus von Pi minus 1 ergibt und Cosinus von 0 1 ergibt, führt das also zu dieser Rechnung. Minus minus 1 minus minus 1, das macht 1 plus 1, das heißt 2. Also passen in diesem Sinusbuckel genau 2 Einheitsquadrate hinein. Das heißt, dieser Sinusbuckel stimmt flächenmäßig genau mit 2 Einheitsquadraten überein. Das ist doch sehr bemerkenswert.